Um Verspannungen im Rücken und im Nacken zu verhindern, ist es wichtig, dass Sie Ihren Arbeitsplatz korrekt einrichten. Sie haben einen rechten Winkel in den Kniegelenken, in den Hüftgelenken. Ihr Rücken ist aufrecht, Ihre Arme liegen im rechten Winkel auf dem Tisch, Ihr Blick ist geradeaus, Tastatur und Bildschirm liegen in einer Linie. Bewegen Sie sich während Ihrer Arbeit immer wieder, strecken Sie sich nach vorne, nach oben, lehnen Sie sich mal weit nach hinten, um die Bandscheiben zu entlasten. Dasselbe machen Sie auch im Stehen. Stehen Sie häufig auf, stützen Sie Ihre Hände gut im Becken ab und lehnen Sie sich nach hinten. Haben Sie die Möglichkeit, im Stehen zu arbeiten, dann machen Sie das doch alle Stunde oder alle zwei Stunden mal. Dann gilt auch hier die Ellbogenregel, das heißt, Ihr Ellbogen liegt im rechten Winkel auf dem Tisch. Das ermöglicht eine aufrechte und korrekte Haltung. Auch wenn Sie stehend arbeiten, wenn Sie bügeln, im Haushalt sind oder auf einer Werkbank arbeiten. Damit wir anatomisch besser und körpergerecht sitzen, ist es wichtig, dass wir das unsere Körpergröße vor allem anpassen. Und da ist zum einen wichtig auch, dass wir den Winkel zwischen der Achse von den Oberschenkeln und der Achse vom Körper mehr als 90 Grad stellen. Das heißt, das kann man erreichen durch nach vorn geneigte Sitzflächen oder durch kurze Sitzflächen, wie in diesem Fall. Und dass wir natürlich auch den Tisch auf der richtigen Höhe haben, damit wir uns am Tisch abstützen können. Wenn der Tisch zu niedrig ist, ist es klar, dass es kaum möglich wird, gerade zu sitzen. Ein weiteres Element, dass wir besser sitzen, ist auch die Beweglichkeit. Wir können da immer wieder kleine andere Muskeln gebrauchen und ermüden dadurch weniger. Für einen gesunden Schlaf ist es sicher wichtig, dass man gerade liegt, also dass man sich gerade fühlt, dass also einfach die Unterlage die anatomischen Kurven aufnimmt. Wichtig ist auch vom Schweiß, dass der abtransportiert werden kann, also dass man sich eigentlich die ganze Nacht trocken fühlt, auch am Morgen. Und es gibt allgemeine Punkte wie der Rhythmus, also dass man zeitig ins Bett geht oder immer die gleiche Zeit aufsteht am Morgen. Ist der Rücken während dem Schlaf belastet, wirken irgendwelche Kräfte auf die Wirbelsäule, verspannt es. Zudem, also gerade wenn man an Arthrose denkt oder so, ist auch die Feuchtigkeit im Bett sicher eine Ursache für Rheumaschmerzen. Beim Kauf eines Bettes sollte man darauf achten, dass man sich gerade fühlt. Das heißt, dass die Unterlagen die Körperform aufnehmen. In der Regel ist es so, dass Naturmaterialien besser geeignet sind, auch für den Schweiß abzutransportieren. Die richtige Position, um gegen Rückenschmerzen vorzubeugen, ist sicher eine gerade Position mit möglichst wenig Kissen auf dem Rücken oder auf der Seite ein Kissen für den Hals.